Frederik arbeitet für die PwC Legal AG, also nicht für eine klassische Kanzlei, sondern im Umfeld einer Unternehmensberatung. Er berät internationale Restrukturierungen und Umstrukturierungen und teilweise betreut er dort Teams in über 15 Nationen parallel. Wie das geht, wie er diese Managementfähigkeiten auch gelernt hat, die ja vielleicht im Jurastudium noch nicht so ausgeprägt gelehrt werden, das und vieles mehr fragen wir ihn gleich. Hallo Frederik. Hallo Marc. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Du bist heute bei PwC Legal tätig, also der Rechtsberatung, die zur Unternehmensberatung PwC gehört, könnte man das so sagen? Ja, genau. Also unter dem Dach PwC gibt es ja verschiedene Services, die wir anbieten, ne? Steuern, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung und unter anderem halt eben auch Rechtsberatung. Genau, wir haben bei PwC in Deutschland über 12.000 Mitarbeiter. Davon sind irgendwas zwischen 200 und 250 Anwälte, die Core-Rechtsberatung machen. Das zeigt so ein bisschen, ne, dass wir uns in einem anderen Universum bewegen als bei der klassischen Kanzlei, wo, sagen wir mal, sich alles um die Anwälte dreht. Ja, verstehe. Und sag mal, Juristinnen und Juristen, so heißt es überall, ich persönlich stimme auch zu, haben hervorragende Jobchancen. Wie siehst du das? Ist das so? Ja, definitiv. Also Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei. Als ich noch angefangen habe zu studieren, haben alle gesagt, ja, jeder zweite Jurastudent wird Taxifahrer und so. Ich glaube, die Zeiten sind rum, nicht zuletzt wegen dem demografischen Wandel. Aber ich glaube, also erstmal durch das Jurastudium kriegt man, glaube ich, schon ein sehr robustes Handwerkzeug, mit dem man sehr viel anfangen kann. Die Jobs für die Anwälte sind, glaube ich, auch sehr vielfältiger geworden, wenn ich mich allein bei uns umschaue, ne, wie viele Leute in diesem Digitalisierungsbereich und so weiter unterwegs sind. Ich glaube, inzwischen ist es ja auch so, dass nicht nur die Kandidaten sich bei uns bewerben, sondern umgekehrt. Wir tun ja alles, damit wir auch dem Nachwuchs gefallen. Insofern würde ich da definitiv sagen, es sind gute Zeiten. Frederik, jeder hat ja so seine eigene Geschichte, warum er eigentlich Anwalt geworden ist. Wie geht deine? Ich glaube, das hat sehr viel mit meinem eigenen Background zu tun. Ich bin armenischstämmig. Mhm. Das heißt, ich bin schon sehr, sehr früh mit etwas komplizierteren Themen in Berührung gekommen, wie Völkermord, wie Verlust von Heimat. Armenien existierte ja lange Zeit gar nicht und war aufgeteilt worden zwischen verschiedenen Großmächten. Dann bin ich geboren in Teheran, also vor der Revolution, Kaiserreich Persien, nach der Revolution, Islamische Republik. Man hat sehr, sehr früh angefangen, sich mit Recht, Unrecht, Unrechtsstaat, Rechtsstaat auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich war in der dritten Klasse noch, da habe ich so ein bisschen für mich aufgeschrieben, wie sieht für mich ein perfekter Staat aus, was ist für mich Recht. In der dritten Klasse? In der dritten Klasse, ja. Und dann kam ich nach Deutschland und kam natürlich mit einem ganz anderen Rechtsverständnis in Berührung, sodass diese Themen mich immer beschäftigt haben und sodass es irgendwo dann für mich logisch war, dass ich gesagt habe, ich will die Rechtswissenschaften studieren. Du warst bei einer großen Wirtschaftskanzlei und arbeitest jetzt bei PwC, PwC Legal AG, um genauer zu sein, also im Umfeld einer Unternehmensberatung, unterm Dach einer Unternehmensberatung. Nele fragt in dem Kontext, wie sieht der typische Karrierepfad bei euch aus? Also unter dem Dach PwC haben wir ganz unterschiedliche Services. Man kann in die Unternehmensberatung, in den Advisory-Bereich, dann hat man praktisch gar nichts mehr mit Jura zu tun. Mhm. Man kann in den Tax-Bereich, in den Steuerbereich und klassischer Steuerberater werden. Man kann in die Wirtschaftsprüfung. Wenn man sich letztlich für die PwC Legal AG entscheidet, dann ist man eigentlich relativ nah an dem, was man auch bei den normalen Kanzleien sieht. Man ist ganz normal Rechtsanwalt, fängt als Associate an. Man kann dann in die sogenannten Management Grades aufsteigen. Das ist dann, wenn man so Projekte oder eigene Workstreams leiten kann. Und danach kann man halt auch Partner werden, wenn man ein entsprechendes Geschäft sich aufbaut und ja, einen eigenen Business Case hat. Winnie wüsste gerne, wie würdest du die Arbeit,
in der Unternehmensberatung, wir müssten dann wahrscheinlich sagen im Kontext der Unternehmensberatung, in Abgrenzung von der Anwaltschaft beschreiben, wenn es denn Unterschiede gibt? Also typischerweise kommen ja Mandanten zu uns, weil sie eine verschiedene Bandbreite an Dienstleistungen abfragen. Ganz konkret das, was ich mache, ein Carve-out. Man kann keinen Konzern reorganisieren, ohne dass man sich über die steuerlichen Konsequenzen Gedanken macht. Dann braucht man IT-Spezialisten, die bei der IT-Migration zum Beispiel helfen. Bewertung ist zum Beispiel ein Thema, Valuation, da haben wir entsprechende Spezialisten. Das heißt, wir arbeiten typischerweise Hand in Hand mit Experten aus den ganz unterschiedlichen Bereichen, die klassischerweise keine Anwälte sind. Aber wenn es sozusagen um die klassische Gestaltung von Verträgen geht, die Umsetzung der juristischen Arbeit, unterscheidet sich meine Tätigkeit gar nicht so sehr von dem, was ich vorher in der normalen Großkanzlei gemacht habe. Auch da müssen Verträge verhandelt werden, auch da müssen Verträge gedraftet werden, auch da müssen Verträge übertragen werden, etc. Ja. Alena fragt, ich finde die Tätigkeit in der Unternehmensberatung spannend, frage mich jedoch, welche zusätzlichen Fähigkeiten, Stichworte BWL, Excel, ich dafür mitbringen muss. Tipps? Ja, also wenn man wirklich in die klassische Unternehmensberatung will, dann ist das Juristische eher nachrangig. Da zählen viel mehr Organisationsfähigkeit, IT-Kenntnisse und IT-Affinität, Lust auf Projektmanagement etc. Rita fragt, man lernt Management-Themen im Studium nicht. Wie hast du diese Themen denn dann gelernt? Also man muss eine gewisse Affinität mitbringen. Wenn man sagt, ich bin tendenziell eher der strenge Jurist, der gerne gutachterlich arbeitet, dann wird es einem sicherlich schwerfallen, jetzt Großprojekte zu managen. Wenn man aber, sagen wir mal, mehr diese Abwechslung haben will zwischen Projektkoordination und juristischer Arbeit, dann ist man bei uns genau richtig und dann wird man, glaube ich, auch nach und nach die richtigen Skills sich aneignen. Um ehrlich zu sein, ich finde, das meiste lernt man durch die tägliche Arbeit und durch die Erfahrung. Berufserfahrung. Einfach. Durch die Berufserfahrung, genau. Wenn ich an die Anfangszeit zurückdenke von mir selber, als ich Großprojekte gesteuert habe oder dabei geholfen habe, dass wir diese steuern, da habe ich viele Sachen eher suboptimal gemacht. Und mit der Zeit und mit der Erfahrung lernt man, wie man Dinge angeht, wie man bestimmte Sachen anders strukturiert, damit das am Ende des Tages erfolgreich wird. Wenn man dann sagt, okay, mir gefällt PwC Legal, ich bewerbe mich jetzt mal, dann würden uns wahrscheinlich 150 No-Gos fürs Bewerbungsgespräch zusammen einfallen. Formulieren wir das mal andersrum. Hast du einen Tipp, worauf achtest du, was gefällt dir, wenn du Menschen einstellst? Ich hatte einmal so eine Situation, wo jemand ständig Fragen gestellt hat und sie selber beantwortet hat. Okay. Also hat mich gar nicht ausreden lassen. Ne? Das war so eigentlich die einzige unangenehme Situation, die ich je bei einem Bewerbungsgespräch hatte. Ansonsten achtet man eigentlich darauf, passt derjenige zum Team. Wir machen ja viel im Team, ne? Wir machen ja große Projekte. Dadurch ist es das A und O, dass die Leute im Team klarkommen. Ich mache das auch immer so, dass ich mindestens 5, 6, 7 Leute aus dem Team frage, dass sie auch mit dem Kandidaten sprechen, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, passt er zu uns, passt er nicht zu uns. Ja, also gewisse Grundregeln des Umgangs miteinander sollte man mitbringen. Ansonsten, ja, ich glaube, authentisch sein. Authentisch sein, ja. Macht es Sinn, in einem Gebiet, in dem ich noch keine besonderen Vorkenntnisse habe, beruflich einzusteigen? Ich würde mal ergänzen und mich überhaupt zu bewerben. Ich glaube, man sollte generell selbstbewusst genug sein, dass man sagt, dass das Grundhandwerkzeug, was ich brauche, das bringe ich mit. Und Spezialkenntnisse kann ich mir aneignen. Insofern, ich ermutige immer alle, dass sie möglichst breit sich aufstellen, neue Sachen auch ausprobieren. Und das ist auch wichtig. Ne? Ich meine, unser Job heute sieht komplett anders aus als vor 15 Jahren. Das heißt, die Leute müssen überhaupt die Bereitschaft mitbringen, neue Sachen auszuprobieren. Dieser ganze Bereich Legal Managed Services, ne? Das ist relativ neu. Da braucht es ja zum Beispiel Pioniere, die sagen, ich probiere das mal aus und gucke, dass ich diesen Bereich weiterbringe, und dann eröffnen sich ganz neue Chancen.
Frederik, was ist dein einer Tipp für die Examensvorbereitung? Na, wenn du zwei hast, ist auch okay. Als ehemaliger Korrektor, ich habe es am Anfang nicht verstanden, aber hinterher als Korrektor konnte ich das schon gut nachvollziehen, gewöhnt euch eine leserliche Schrift an. Okay. Weil man einfach frustriert ist. Wenn man als Korrektor jedes Mal Schwierigkeiten hat zu entziffern, was derjenige eigentlich da schreibt, fällt es einem auch schwer, das mit einer hohen Punktzahl zu bewerten. Mhm. Einfach rein psychologisch, so blöd wie es ist. Ja. Ja, es ist auch einfach, ne, wenn du dreimal, viermal ansetzt, dann fehlt es ja auch an der Flüssigkeit. Mhm. Während wenn du so eine Klausur von oben bis unten runterliest und die ist auch noch gut strukturiert, dann automatisch macht die einfach einen besseren Eindruck. Mhm. Ist leider traurig, aber wahr. Mhm. Insofern, ich habe mir selber dann auch eine schöne Schrift oder leserliche Schrift angewöhnt, damit der Korrektor nicht zu frustriert ist. Dann können wir ja hoffen, dass vielleicht irgendwann mit dem E-Examen dieses Problem, dieses kleine Problem des Staatsexamens, wo es so viele gibt, mal sich erledigt hat. Aber trotzdem guter Tipp für die Zeit, wie es noch nicht so ist. Ja, klar.